So, ich warte jetzt auf meine ganzen Fans. Ein Schwarzarbeiter, aber sie auch in den Haaren. Ja, und an der Kleidung. Ja. Okay. Haha. Ist das eigentlich peinlich, wenn man schon Autogrammkarten hat als YouTuber, oder ist das cool? Aber du hast ein bisschen so einen Touch jetzt von Jan Böhmermann. Hallo, hier ist die Oma Gerte. Du scheinst ja was Wichtiges hier zu sein. Du gibst auch Autogramme. Nein, Quatsch, ich bin nicht wichtig. Hallo Zielgruppe, herzlich willkommen wieder zu eurer Lieblings-Social-Network-Serie der Welt. Wir befinden uns heute, wie auch schon vor einem halben Jahr, befinden wir uns heute hier bei einem YouTuber-Treffen. Und da erwarten uns viele abgefahrene Specials und Nerds. Und was hier genau los ist in Düsseldorf, seht ihr jetzt. Ja, hi, wer seid ihr denn? Hi. Sammy? Ich bin Domme. Wer? Domme. Wer? Domme! Also, das Schwerpunktmäßige auf unserem Kanal, also eigentlich gehört der Kanal ja ihm. Und wir machen so... gehört ihm, der Kanal? Ja. Das ist eigentlich meiner. Und das, du hast ihn angestellt? Na ja, zwischendurch. Also wir machen zwischendurch immer mal so ein paar Videos zusammen, aber... Also so gesehen Zeitarbeit für ihn, ne? Ja. Genau. So, Arbeit ist aber gemietet. Ja, ist ein Schwarzarbeiter. Ein Schwarzarbeiter, aber sie auch in den Haaren. Ja, und an der Kleidung. Ja. Okay. Haha. Ihr seid ja sehr wahrscheinlich sehr bekannt. Nach meiner letzten Sendung mit euch, ja, seid ihr sehr bekannt. Ja. Alles die ganzen Stalker. Ja, genau. Ja. Da hat sich schon wieder eine Fanreihe angesammelt von uns. Die müssen wir auch gleich alle mit Visitenkarten und Autogramm beglücken. Ihr seid ja so Hater, oder? Hater von TwinTV, oder? Hater? Nee. Das sind nur Fans von uns. Genau. Nervige Fans. Das sind diese Stalker, kann man so sagen. Die mit dem ganz schlechten Deutsch. Die Frage ist ja, und die uns bewegt, ist ja das Deutsch von TwinTV und dieser Akzent. Ist das aufgesetzt? Das weiß ich leider nicht. Ich denke mal, das kann man echt schlecht sagen. Manchmal denke ich mir so, die nuscheln? Oder ist es doch holländisch? Nee. Ja? Oder ist das eine Kombination? Nee, das ist auf jeden Fall echt. Ich habe auch erst gedacht, die machen das so aus Spaß oder so für irgendwelche Zwecke der Comedy oder so. Aber ja. Nee, das machen die dann schon. Also da können die nichts für. Aber ist doch lustig. Was ist TwinTV? Wir sind eine Webshow auf YouTube. Wir haben jetzt unser Format ein bisschen umgestellt. Haben jetzt Gäste, Musikgäste. Wir machen ein paar Sketche rein. Wir machen ein paar Interviews rein. Also so eine richtige Webshow. Alles rein. Alles rein. Was man nie machen sollte in einer Sendung ist, wenn man moderiert und man hat noch einen Bonbon im Mund, ja, das wirkt sehr unprofessionell und sehr störend später, ja, weil dann hört man die ganze Zeit immer dieses Geräusch. Hörst du das, Olli? Olli ist auch froh, hier zu sein, ja, Olli wird berühmt, ja, und da haben wir auch wieder ein Special entdeckt, was bei uns, ja, regelmäßig auftaucht. Normalerweise ist der Herr immer in Rot, ja, jetzt ist er nur tot, nein, aber hier ist der Felix, alias? Tomato Licks. Ich bin heute richtig gut vorbereitet, habe hier einen Haufen Moderationen geschrieben und bin mal sehr gespannt. Ja, mit meinem wunderbaren Team sind alle dabei und dann bin ich mal gespannt, was ich hier Interessantes von diesem wunderbaren YouTuber-Treffen mit diesen ganzen Stars, die alle Welt kennt, erfahre. Aber die Frage für uns war ja im letzten Interview, letztes Mal hast du gesagt, ja, du machst witzige Sachen, ja, witzige Sachen bei YouTube, ja. Wolltest aber nicht witzig sein hier. Ja. Wie ging das zusammen? Und würdest du heute etwas Witziges machen für uns? Was soll ich denn Witziges machen? Du bist jetzt Comedian, du musst jetzt witzig sein. Nö, unter Druck geht das nicht. Das ist, Du weißt was. Oh, nee. Mach doch mal uns die Oma, höre ich. Warte, die Oma-Stimme. Einmal, okay. warte, das ist echt schwer. Die paar Sekunden, du könntest jetzt berühmt werden. Ja? Achtung. Okay. So wie beim letzten Mal, okay. Hallo, hier ist die Oma Gerte. Das sieht echt komisch aus, wenn ich die Stimme mache, oder? Oder? Naja, ich frag mal kurz, mach mal kurz, wir fragen hier. So, war das gerade witzig? Nö. Du? Nee. Ja, es war halt Taken. Bei dem ist die Bieber auch noch hier, also hörst du es wahrscheinlich tausendmal. Mhm. Warum sagst du nein? Was, das scheißt deine Fans zusammen. Sie sagt einfach, das war nicht witzig. Wieso? Was habe ich denn falsch gemacht? Ja, das spricht die Leute nicht an. Sprich die Leute doch mal an. Sag mal hallo. Okay, warte. Hallo. Hi. Hallo. Das wird nichts. Dann müssen wir auf den nächsten YouTuber-Treffen mal wieder warten mit dir. Das wird nichts. Spätestens auf der Gamescom, da haben wir unser nächstes Gamescom. Treffen. Hey, da haben wir auf alle Fälle. Lass uns die Hände. Nein, Scherz. Komm. Ach, Jimbo will ich auch nicht hören. Wer? Jimbo XXL. Wir wollten denen auch die Hand geben und der hat weggezogen. Das war echt fies. Das sind so alte Gags, so Klassiker-Gags. Ja. Naja, das war's. Ja, schön wieder mit euch. Komm, noch letztes Mal.
Guck mal, da ist auch der Krachten sofort wieder. Guck mal, der Krachten, wieder Krachten da ist, das ist immer wichtig. Und das ist der Bundesmoderator. Hallo. Hey, du bist doch hier zuständig. Man ahnt nichts Böses, aber da ist er schon. Ich möchte gerne hier rein. Was? Ich möchte gerne hier rein, hab aber keine. Natürlich, ich hab natürlich hier keine Eintrittskarte. Pass auf, es gibt Pressekollegen gleich, die kümmern sich drum. Wir kriegen das sicher hin. Presse, wichtig. Wichtig, wichtig. Wie findest du das überhaupt hier eigentlich, dass alle hier eigentlich nur wegen dir hier sind und vielleicht auch vereinzelt wegen uns? Wie findest du das eigentlich? Na, ich finde, die sind ja vor allem wegen euch hier, oder nicht? Nee, ich glaube wegen dir. Ja, na, wegen, du bist doch hier unsere Kultfigur, hallo? Ich bin die Kultfigur? Ja, du bist die Kultfigur. So sieht eine Kultfigur aus. Ja. Okay. Du bist mein Star. Pass auf, ich fühle mich im Moment eher wie eine Kaltfigur. Ja, ist kalt das in Düsseldorf, liegt, ne? Liegt, hier in Düsseldorf ist es kalt. Hier ist, pass auf, wir können auch dir das Blitzblitz, jetzt kann ich... Und du stellst das gleich hier bei Facebook rein? Nein, ich stelle das nicht. Das heißt ja auch YouTube und da stelle ich es auch nicht rein. Ich werde es nicht schaffen. Oh, ich bin auch dicker geworden. Lass uns mal reingehen. Rein. Gehst rein? Ja, so, das ist der Felix hier da. Das Notprogramm ist hier da. So, komm hoch. Und noch weitere Prominenz ist hier, ja? Der Fernsehkritiker. Nee. Der Fernsehkritiker, der meine Ina Müller nicht mag. Ja, das hat sich nichts dran geändert. Tut mir leid. Was machst du hier? Zweiten Echo-Verleihung, das ist wieder mal... Ja. Scheiße, hä? Scheiße, ja, genau. Jetzt sammelst du, ja, habe ich gesehen, du sammelst jetzt auf deiner Webseite, sammelst du Spendengelder wegen RTL. Ja, ich will den Bundesreporter verklagen, es reicht mir endgültig. Ja? Wie ist es jetzt weitergegangen jetzt eigentlich mit RTL? Die haben dich jetzt gnadenlos, wollen dich jetzt ausziehen. Das hast du gut, schön gesagt, weil es ja um ein T-Shirt geht, ne? Ja. Am 19. Juni ist die Verhandlung zum ersten Mal. Also 200.000 Euro, ist das da richtig? Ist der Streit wert, ja. Aber das muss ich nicht zahlen, keine Sorge. Finde ich bei dir total toll. Du bist ja so selbstsicher. Ja, du meinst wirklich, RTL ist ja ganz große Macht. RTL ist ja größer als die Bundeskanzlerin, ja. Die, meinst du, die würdest du jetzt sagen können, du zahlst jetzt nicht. Und die sagen, okay. Nee, das kann ich nicht sagen. Du hast Markenrechte verletzt, du hast das Logo und das Ganze hast du verletzt. Es gibt eine Verhandlung vor Gericht, ob ich was bezahlen muss, wird sich ja noch herausstellen. Mhm. Vielleicht müssen die ja auch zahlen. Ja, dank einer Pressekarte kommt man natürlich auch umsonst auf solchen Events hin. Und jetzt sehe ich natürlich auch hier Prominenz, YouTube-Prominenz, wie zum Beispiel jetzt hier der Herr Maniac. Hi! 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 Hi. Du bist auch hier? Ja, ich bin auch hier. Wow. Erklär meinen Zuschauern mal, was du da machst bei YouTube. Du bist auch einer, glaube ich, der beliebtesten YouTuber überhaupt. Also ich kommentiere total viel und ich gucke ganz gerne Videos und so und das macht mir echt Spaß. Und stehst du unter der Dusche und machst ein Video. Wie kommst du auf so eine bescheute Idee? Das hast du mitgekriegt. Ich dachte, das hat kein... Glaube ich, Millionen haben das gesehen. Ich dachte, das wäre total, also... Ach, das ist mir jetzt echt peinlich. Kann ja auch peinlich sein. Ich würde mich zum Beispiel, ich kann es mir auch nicht leisten mit meiner Figur, ja, aber ich würde mich nicht unter die Dusche stellen und den YouTubern da irgendwie mal daran teilhaben lassen, wie ich dusche. Weißt obwohl du, es eigentlich eine gute Idee war. Eigentlich total einfach. Ich habe einfach keine Schamgrenze und deswegen fällt mir das total leicht, mich unter die Dusche zu stellen und einfach mal total was Böses zu machen. So, ich warte jetzt auf meine ganzen Fans, die von mir Autogramme haben können. Ja, und zwar gratis. Ja, wo gibt es denn heute was noch gratis Autogramme? Aber man sieht auch gerade hier ist nichts los. Hier ist schon was los, aber nicht alle bei mir. Verstehe ich manchmal gar nicht, ja. Warum wollen die von mir keine Autogramme haben? Gut, ich habe mir jetzt keine angefertigt, aber theoretisch würde ich ja irgendwas schon finden, worauf ich eher signieren könnte. Wie zum Beispiel hier, guck mal, der Gerrit, der ist ein Fan von mir. Ja, ist sicher. Komm hier, hey. Oh. Autogramme haben. Ja, selbstverständlich will ich eins. Und wo kann ich eins unter hier haben? Und vor allen Dingen, wie viel Gramm willst du davon haben? Hey, was macht ihr hier mit Autogrammkarten? Nur für dich. Nur für dich. Nur für mich? Aber nur einen Haufen. Wie, seid ihr als was Größeres bei YouTube sehr wahrscheinlich? Ja, ein bisschen. Du musst ja wahrscheinlich eine sehr große Fangemeinschaft sein, wenn man sich Autogrammkarten drucken lässt. Ja. Das ist schon teuer, oder? Oder wer bezahlt das ganze Hobby? Ehrlich, wir haben die auch schon ewig und die gehen auch irgendwie nicht leer, ne? Also da bin ich noch 10 oder so, mittlerweile bin ich 20. Aber hallo! Na, wie viele Abonnenten habt ihr? Wie viele Abonnenten? Wir haben über 400.000 Abonnenten. Viel? Über 400.000 Abonnenten. Mal bitte da, bam, 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 bam. Das sind ja wahrscheinlich auch Sponsoren heute, oder? Nee. Ihr zahlt das alles selber, Autogrammkarten. Genau, mit dem Geld von YouTube, was wir da erhalten. Braucht man so circa, wenn man so fragen kann, pro Klick? 1 Milliarde. Ich rede ungern darüber, merke ich gerade schon. Aber ich als Journalist muss dich da fragen. Komm, wie viel ist denn pro Klick? Das war die Wahrheit. Pro Klick gibt es gibt keine Antwort auf, wie viel gibt es pro Klick. Ja, aber es lohnt sich sehr wahrscheinlich. Man kann sich Autogrammkarten drucken lassen. Ist das eigentlich, die Frage ist ja, ist das eigentlich peinlich, wenn man schon Autogrammkarten hat als YouTuber oder ist das cool? Weil so ein Til Schweiger, ja, da kann man es nachvollziehen, so vom Status her. Aber so ein YouTuber hätten normalerweise in der Medienbranche, im normalen Fernsehen, gar keine Chance. Da sieht man, dass du wieder von den alten Medien kommst und keinen Plan hast. Hey!
Quatschen! Du scheinst ja was Wichtiges hier zu sein. Du gibst auch Autogramme. Nein, Quatsch, ich bin nicht wichtig. Nein? Nein, Quatsch. Du hast gerade deine Nummer auf. Die nehme ich auf. Die nimmst du auf? Ja, klar. Was macht ihr so im Internet? Videos. Welche denn? Was macht ihr im Internet? Videos. Klar, was denn? Welche denn? Weiß ich denn? Doch, ich weiß schon, was für Videos, nur ich kann das nicht so sagen, weil ich das schon länger, weil das schon länger her ist, dass ich seine Videos gesehen habe. Ah, was machst du denn so im Internet? Gute Frage. Ja, aus die Maus. Das war's nun von unserem YouTuber-Treffen 2012 hier aus Düsseldorf mit dem ersten Teil. Nächste Woche gibt's nun den zweiten Teil und da erfahren wir noch viel mehr über die ganzen YouTube-Specials, die sich hier rumtreiben. Und bis dahin gilt auch bei euch. Geht einfach mal auf YouTube, auf meinen Channel, der Bundesmoderator, klickt und abonniert den ganzen Scheiß. Ja? Bis zur nächsten Woche sage ich, ich kann euch raten, ja, braten, ne? Ciao.